So, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit uns. Heute kam ein bisschen Post. Irgendwas habe ich im Auge. Oh, so. So, ja, genau. Wir haben etwas bestellt. Ich sage euch mal, was wir da haben. Und zwar sind ein paar nette Spielsachen gekommen. Manche besser, manche nicht so gut. Das ist jetzt nicht zusammengekommen. Ja, also das ist von Amazon bestellt worden. Und zwar ist das ein Schlüsselkasten. Aktuell liegen immer die Schlüssel irgendwo rum und es werden irgendwie immer mehr Schlüssel. Deshalb es gar nicht so schlecht wäre, wenn wir wirklich mal einen Schlüsselkasten haben, wo wir immer unsere Schlüssel reintun. Aber dazu später mehr. Was jetzt wirklich interessant ist, sind diese Gegenstände hier. Und zwar haben wir die alle aus China. Und zwar bei dem wundervollen, beliebten und bekannten Wish. Kennt man ja. Und zwar, ja, fangen wir mal vielleicht mit dem hier an. Das sind zwei Mützen, die eigentlich ja für ein Baby gedacht waren, ja, für unseren kleinen Oscar. Und man sieht, dass die riesig sind. Ja, also wirklich sehr groß. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber auf jeden Fall passt es nicht. Ja, da passt der ganze Kopf rein, ja, und Oberkörper noch. Also keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Sind aber für einen Erwachsenen zu klein. Also ich kann ihn nicht anziehen, Xieren kann ihn nicht anziehen. Also muss das irgendwie was von für, keine Ahnung, 8 oder 10 Jahren sein. Ja, ob ein Kind eine Mütze tragen muss, wo drauf steht I love Papa, I love Mama mit 10 Jahren, das mag ich stark bezweifeln. Allerdings haben die jeweils nur 1 Euro gekostet, daher ist es jetzt nicht so dramatisch, aber trotzdem ein Trauerspiel. So, dann haben wir hier ein wunderschönes Armband, das sieht so an sich auch gar nicht so schlecht aus. Allerdings soll da hier ein Bogen sein, ja, ein Bogen mit einem Pfeil, wie man sehen kann, vielleicht auch nicht. Und zwar für das Symbol Zwilling, denn mein Sternzeichen ist Zwilling. Tja, sieht jetzt nicht so aufregend aus, also naja, okay, mei, hat auch nur 1 Euro gekostet, aber trotzdem, war eigentlich das ganz hübsch, aber ich hab eigentlich erwartet, dass das Symbol ein bisschen cool aussieht, nämlich auf den Bildern bei Wish sah das nämlich so aus, als würde das sogar noch leuchten, aber gut, mei. So, dann, das hier ist Highlight, kommt dann zum Schluss, haben wir eine Smartwatch gekauft. Zweimal. Eine habe ich schon ein paar Tage jetzt auch benutzt. Dazu gibt es nochmal ein separates Video. Ich möchte es euch nochmal ganz kurz zeigen. Und zwar sieht die so aus. Die ist jetzt grün. Ich habe die andere ist blau. Und die funktioniert auch tatsächlich echt sehr, sehr, sehr gut. Dazu gibt es aber nochmal ein separates Video, weil das wirklich, wirklich eine sehr gute Uhr ist. Für 1 Euro kann man tatsächlich nichts sagen. Ja, dazu aber, wie gesagt, ein separates Video. So, dann, weil ich ja so Cadillac-Fan bin, habe ich mir hier so Cadillac-Ventilkappen besorgt. Die werden wir jetzt nachher auch gleich drauf machen. Und die sind sogar aus Edelstahl. Die sind aus Metall. Das ist ja mega geil. Edelstahlkappen kosten normalerweise ein bisschen mehr als wie nur 1 Euro. Da kostet wahrscheinlich einer normalerweise 3-4 Euro und hier kostet einer, also beziehungsweise 4-1 Euro, das ist wirklich mega geil und mit wirklich dem Cadillac-Symbol hier oben drauf. Oh, das ist mega geil. Finde ich voll cool. Das passt. So, dann haben wir noch was Nettes. Ich pack's mal aus. Und zwar sind hier so zwei so ja, Plastikdinger drin mit einer Linse vorne, wie man sehen kann. Hier kommen 3 Batterien rein. Hier haben wir so ein Magnetteil, das ist für hier dann. Und hier so Klebestreifen. Und dieses wunderschöne Teil leuchtet ein Logo. Ein Cadillac-Logo irgendwo hin. Und zwar macht man, also man kann das natürlich für alles Mögliche verwenden. Man könnte es natürlich auch hier für so eine Wand als Projektion an den Dings benutzen. Habe ich ja mal ein Instagram-Bild gepostet. Und mein Plan aber ist, dass das an eine Autotür kommt. Und wenn man die Tür aufmacht, leuchtet dieses Symbol auf den Boden nachts.
Das wird mega geil. Also da freue ich mich schon. Das werden wir jetzt dann gleich auch einbauen. Und dann ja, mal gucken, ob das so gut funktioniert, wie wir uns das vorstellen. So, und Highlight, meine lieben Freunde, ist das wunderschöne Ding hier. Ja, abgesehen davon, dass das, also man erkennt, dass es ein, ja, ein Armband ist, ja. Abgesehen davon, dass das viel zu klein ist für einen Arm, ja, das passt bei Xilin gerade so aufs Armgelenk, ja, also bei mir, das ist, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht hängt man sich's ans Ohr oder so. Auf jeden Fall, das sollten eigentlich, ja, Schuhe sein. Das kann man sich nicht vorstellen, aber eigentlich sollten das Schuhe sein. Und zwar, sie hat nie sowas angeguckt und nie sowas bestellt. Ja? Das hat Xion bestellt, also in Anführungszeichen bestellt. Sie hat da coole Schuhe gesehen für 1 Euro und die hat sie bestellt gehabt. Oder ja, ich glaube 1 Euro war es. Und die sahen auch gut aus. Ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, was für Schuhe das waren, aber ja, stattdessen kam das da. Also, ja, ich meine, das ist jetzt nur 1 Euro, ja, das hat jetzt auch nur 1 Euro gekostet, aber es ist definitiv der falsche Artikel. Ja, auch sowas kann wohl passieren. Aber gut, hier zurückverfolgen wird natürlich schwierig. Ja. Man könnte natürlich sagen, ja, hallo, wo sind meine Schuhe? Ich habe Schuhe bestellt, nicht ein Armband, aber da wird man wahrscheinlich nie wirklich eine Antwort kriegen. Aber wenn man jetzt mal so grob sagt, ja, man hat wirklich nette Sachen theoretisch sehr günstig bekommen. Also das ist eigentlich, ja, echt witzig. Kann man schon mal machen. Finde ich tatsächlich lustig. Und jetzt muss ich dazu sagen, fairerweise, wir haben eigentlich tatsächlich viel mehr Sachen bestellt. Ja? Allerdings sind diese 1-Euro-Dinger immer so limitiert irgendwie. Das haben wir erst später gecheckt. Wir haben da 3, 4 Stunden lang oder sowas haben wir da durchwichtgeblättert, ja, bis zur Besinnungslosigkeit. Und ja, allerdings ja, muss man die meisten Sachen, das ist eigentlich eine ganz schlimme Sache, ja, weil man Geld investiert, ja, also man sucht sich was aus, bezahlt es und dann 1, 2 Tage später oder sowas kriegt man dann die Information, ja, dieser Artikel war leider nicht mehr verfügbar, ja, Sie können das Geld wieder zurückerstattet haben. Das ist halt dann, ja, da wird ganz schön mit dem Geld gearbeitet für Artikel, die man da nicht kriegt. Aber nichtsdestotrotz, das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Also das Geld ist auch wirklich tatsächlich überall wieder zurückgekommen. Aber ja, es ist ein bisschen komisch gemacht, weil die Chance scheinbar ist, funktioniert das irgendwie so, dass nur der, der am schnellsten ist, wenn so ein Artikel da steht, kriegt den Artikel dann tatsächlich für 1 Euro. Und ja, bei so limitierte, wie viel Stückzahlen werden das haben? 1, 2, 3, keine Ahnung. Die Chance ist dann extrem gering, dass man das natürlich kriegt. Aber tatsächlich haben wir ein paar Sachen für 1 Euro gekriegt. Also wie gesagt, die Smartwatch hat 1 Euro gekostet. Und also das war so ein limitiertes Ding. Und ich glaube auch die Cadillac-Dinger. Aber ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Ich habe da nicht mehr so einen ganzen Überblick. Es waren wirklich sehr, sehr viele Sachen. Genau. Aber ja, ich würde sagen, wir probieren jetzt mal die ganzen Sachen ein bisschen aus. Was zum Ausprobieren ist und dann sehen wir mal weiter. So, der Plan des Ganzen ist es jetzt eigentlich, dieses Ding irgendwo zu platzieren, dass das auf den Boden projizieren kann. Ne? Also wir haben ja hier die Linse und es müsste jetzt eigentlich irgendwo hier so hin. Wie man sieht, wird das hier keine Option sein, hier unten, weil wir hier einfach zu wenig Platz haben. So, dann hier wird es ja nicht gehen, weil alles irgendwie zu rund ist und verbogen und ja, das wird auch nichts. So, dann haben wir die Option hier. Das wird wahrscheinlich auch nichts, weil da vermutlich viel zu wenig Platz ist, damit die Tür, dann kann die Tür wahrscheinlich nicht mehr zugehen. Müssen wir mal gucken, ob es geht, ob man das dahin machen kann. Hier würde vielleicht gehen. Ja. Das machen wir mal an. Und wenn man es ein bisschen erkennt, ja, man sieht, dass dieses Licht hier drauf projiziert. Das heißt, es kommt gar nicht bis zum Boden an. Also zumindest nicht der komplette Teil. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sehen.
Aber wie wir sehen, ein Teil projiziert hierhin an den Rand hier. Also das heißt, dass man könnte natürlich gucken, dass man sie irgendwie so leicht schräg macht, sodass das nicht mehr da dran projiziert, also irgendwie so schräg hin macht. Ja? Das wird vielleicht noch gehen. Wenn wir jetzt immer weiter hier hochgehen, sehen wir hier an der Stelle hier, wie das da dran projiziert. Ah, das ist ja etwas ungünstig. Also wir brauchen eine komplett abschließende Kante, also sowas wie hier, also wo das wirklich komplett abschließt und wirklich dann hier so eine Vertiefung kommt. Das ist ja etwas schwierig. Dann kommt noch leider hinzu, dass wir hier ja den Sensor hier unten haben, dass wir irgendwie, wenn wir das hier hin machen würden jetzt, dass hier unten, wenn wir die Tür zumachen, hier drinnen der Magnet liegt. Ja. Ich habe mir keine Ahnung, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, wie man sich das vorgestellt hat, dass man das hier reinmontiert. Weil an solchen Stellen ist natürlich immer überall zu wenig Platz. Hier oben geht nicht, weil die Projektion dann irgendwo hier an der Tür schon stattfindet und nicht bis zum Boden gelangt. Ja, das ist natürlich etwas problematisch. So, das Blöde ist, wir können das jetzt natürlich auch nicht tausendmal ausprobieren. Ja, dahin kleben und sagen, okay, passt nicht, kleben wir es dahin. Ah, passt nicht, kleben wir dahin. Sonst haben wir irgendwann überall Kleber. Und ja, genau, das funktioniert natürlich nicht. Das haben sie, also das mit Magneten, muss man zugeben, haben sie schon ziemlich gut gemacht. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, ein Magnet, der muss gar nicht mehr so richtig genau da sein. Ja, also man sieht, dass der Magnet schon recht früh reagiert. Ja. Also das ist eigentlich schon ziemlich cool. Er muss tatsächlich gar nicht bis da so dran. Ne. Das ist wenigstens das. Ja. Aber das lässt uns ein bisschen Spielraum. Aber ich muss mir da echt Gedanken machen, wie man das am besten platziert. Dann noch keine Ahnung. Der hat hier unten tatsächlich so ein Licht, wenn man eine Tür aufmacht, ja, was dann hier so runterleuchtet. Ja, also da ist eine Birne drin, wenn man die Tür aufmacht, dann kriegt man hier so ein bisschen hier alles ein bisschen beleuchtet. Und sowas wäre halt cool, wenn es für hier, wobei hier die Projektion dann an der Tür wäre, das... Nee, ich glaube, das wird nichts. Schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist Schrott. Keine Ahnung, ob mir irgendwann was Gutes einfallen wird damit, aber ich glaube ganz ehrlich, das ist Schrott. Also man kann das nicht vernünftig positionieren. Ja, wenn das irgendwo dran ist, wie hier zum Beispiel, ja, dann projiziert das so. Ja, das ist Müll. Das sieht hammermäßig aus. Ja, das ist wirklich geil. Aber ansonsten für Türen, ich glaube, das ist echt Müll. Großer Müll. Da. Nee. Da gibt es, glaube ich, bessere Sachen. So, aber halten wir uns nicht mehr damit auf, sondern wir kümmern uns jetzt um unseren supergeilen Schlüsselfachkasten. Das finde ich gut. Der ist von Burgwächter. Das ist definitiv gute Wache. Das ganze Ding dann ausgepackt aus. Da ist netterweise sogar ein Dübel und ein zwei Schrauben dabei. Wir sehen, die Dübel sind nicht so tief. Das Ding wiegt da nicht so viel. Gut, mit Schlüsseln wiegt es ein bisschen mehr. Aber ich denke, dass diese kleinen Dübel und diese kleinen Schrauben schon ausreichen sollten. Und dann kann man das Ganze aufmachen. Warte, falsch rum. So. Und dann sind da 10 Haken, wo man wunderschön seine Schlüssel hinhängen kann. Und dann auch wieder zumachen kann. Das finde ich eigentlich ganz cool. Weil wie gesagt, aktuell liegen die Schlüssel immer irgendwo rum. Vor allem ich verschlampe die immer so ein bisschen. Und ja, so haben die ihren Platz
Und ich glaube, das ist nicht schlecht. So, ich zeige euch mal, wo das jetzt hinkommt. Hier soll unser Schlüsselschrank hinkommen. Ist, glaube ich, ganz gut. Hier geht es nach unten. Und hier hängen unsere Jacken. Hier haben wir unseren Spiegel. Und hier, glaube ich, ist eine gute Stelle, ein bisschen geschützt. Und genau, immer schön griffbereit. So, ich habe alles vorbereitet. Bohrmaschine, Akkuschrauber, Bohraufsätze. Hab ich? Ja, hier sind sie. So. Ich habe mal noch einen kleineren mitgenommen. Ich fange, glaube ich, erst mit dem kleinen an, dann mit dem großen. Und dann schauen wir mal. Tada! Da hängt es. Voll cool. Was ein bisschen krass ist, ist der Magnet. Der ist ganz schön krass. Da zieht man das ganze Ding was von der Wand irgendwie. Aber so ein Magnet lässt mit der Zeit meistens irgendwie nach. Jetzt hatte ich gedacht, hier wäre das Licht ganz witzig. Ja? Wenn man das irgendwie machen könnte, dass das hier so drauf projiziert oder nach unten oder nach oben. Allerdings, ich habe es mal hier. Klick. Oben würde tatsächlich gehen, ja. Würde sogar ganz gut gehen. Allerdings, wie man sieht, naja, da eine Projektion. Ist jetzt nicht so spektakulär. So, geil wäre natürlich hier drin. Man kann übrigens das Logo auch drehen. Das wäre natürlich super geil. Ja. Das wäre ultra, wenn man es aufmacht und es würde so leuchten. Allerdings muss ich, wenn ich ihn so dran mache, geht es nicht. Also müsste ich ihn so schräg irgendwie befestigen. Und ja, dann würde es natürlich nicht mehr zugehen. Ja. Man könnte natürlich vielleicht mit einer Feder arbeiten, ja, dass das so nach oben federt, wenn man es aufmacht. Aber na, ganz optimal ist das auch nicht. Ja, nach draußen geht nicht, ja, also so geht nicht, hat nicht genug Platz. Könnte es so machen, aber das ist sinnfrei. Ja, was geht noch? So, ja, also zu uns. Mal an, ich will Sinn, also dass man geblendet wird. Und dann gibt es noch die Option nach unten. Aber, ja, bringt es jetzt auch nicht, ne, sieht man auch nicht so viel. Also irgendwie, ja, weiß nicht, das Ding ist eigentlich voll die Fehlkonstruktion irgendwie, ich weiß auch nicht. Man kann das Ding so richtig gescheit machen, entweder ist es zu weit weg oder irgendwas ist im Weg oder keine Ahnung, ich weiß auch nicht. So, zum Schlüsselkasten selber, scharf werden, danke. Ja, ist eigentlich ganz cool, ja, sieht gut aus, hält auch gut. Also, der Magnet ist so stark, dass das irgendwie so abhebt. Hier unten fehlt theoretisch irgendwie noch eine Schraube. Kann man aber noch machen, noch ein Loch reinbohren und dann festschrauben. Dann ist das ein bisschen stabiler. Weil so, das ist, ja, irgendwie suboptimal. Und dann kommt noch hinzu, der Türanschlag zu wechseln wäre nicht verkehrt. Geht sogar tatsächlich scheinbar. Ja, also man kann tatsächlich hier das rausmachen, wie man sieht. Ja, und dann hier rüber. Allerdings ist der Magnet hier. Und für den Magnet müsste man hier neue Löcher bohren. Das ist ja, ein bisschen unpraktisch. Aber geht schon irgendwie. Aber wir brauchen tatsächlich noch irgendwie ein Loch, weil das ist ja nicht ganz optimal. Aber cooles Teil. Ich finde es gut. Endlich ein Fach, wo man seine Schlüssel immer reintut. So. So, ja, gut. Also, nettes Spielzeug, dieses Wischzeug. Allerdings sollte man vielleicht sich echt genau informieren, was man da bestellt und ob das wirklich so hinhaut, wie man sich das vorstellt. Das ist jetzt meine Erfahrung erstmal. Wir werden weiteres Zeug ausprobieren, wenn sich irgendwie was anbietet und sich was ansammelt. Das werde ich euch dann noch berichten. Und seid in den kommenden Tagen gespannt auf die Smartwatch, weil die tatsächlich gar nicht mal so schlecht ist für den Preis und man da echt ins Staunen kommt, wie gut das eigentlich funktioniert. Werden wir aber später nochmal genau berichten. Ja, das Ding finde ich jetzt eigentlich cool, aber irgendwie ja auch ein bisschen enttäuschend, weil das Magnet da so heftig an diesen Dübeln und so zerrt, dass ich mir vorstellen könnte, dass irgendwann die Dübel sich rausziehen. Und was auch ein bisschen schade ist, dass man recht kompliziert nur den Anschlag wechseln kann. Ja, daran denkt man natürlich am Anfang nicht. Aber nichtsdestotrotz, das Ding ist stylisch und ich finde es gut, dass die Schlüssel jetzt ein bisschen aufgeräumt sind. Die Mütze, tja, voller Schrott. Das Ding eigentlich auch Schrott. Das ist ja schon eine Frechheit.
Gut, die haben wir jetzt noch nicht verbaut, aber das sind ja nur Ventilkammern. Guck, das machen wir noch schnell. So, hier haben wir unser Ventil. Da ist sogar eine Gummidichtung drin, voll cool. Und sie passen wirklich wie angegossen. Voll geil. Sieht echt geil aus. Passt einfach. Cadillac-Ventile natürlich. Das hat was. Finde ich echt cool. Also das finde ich, das passt. Ist jetzt zwar nichts, wo man sagen wird, irgendwann an der Straße, boah geil, guck mal, da hat Cadillac-Ventile. Ja, aber so ein nettes Gimmick für mich selber. Also die Ventile sind auch cool. Finde eure voll geil. Ja, nettes Gimmick. So, wir machen jetzt für heute Schluss. Genug gebastelt und gespielt. Ich muss jetzt mit dem Leo zum Tierarzt. So schaut's aus. Let's go.